wir Deutschen nicht. Flächendeckendes Internet und eine anständige Organspende. Dafür aber wenigstens 38 Kilo Plastikmüll pro Kopf pro Jahr produzieren. Spitze in Europa. Nur Luxemburg, Irland und Estland sind noch schlechter. Das ist uns aber nicht bewusst genug, findet eine Gruppe engagierter Schülperinnen und Schülper und hat ihre Dorfgemeinschaft aufgefordert, das Problem eindrucksvoll zu visualisieren. Lustige Praktikantin, Müll. Der Plastikmüll wird für die Aktion nicht diskret in der eigenen Tonne entsorgt. Nein, Schülp lässt die Hosen runter, um sich und allen anderen zu vergegenwärtigen, wie viel Plastikmüll ein Dorf mit nur 1.100 Einwohnern in 2 Wochen produziert. Die allermeisten machen mit. Es war auf jeden Fall gestern eine Völkerwanderung und jetzt ja auch noch bei dem guten Wetter. Alle sind hier unterwegs, man trifft sich hier. Da kommen die, die heute erst ankommen von der Völkerwanderung gestern. 4 Leuten wollte ich nur sagen. Ja, da kommt gleich die Rechtfertigung, meine Damen und Herren. 20%. Das waren Sie nicht alleine, wollen Sie sagen. Ich schäme mich. Soll ich Ihnen helfen, das rüberzuwerfen? Ja, gerne. Und ja. Das Holstein-Magazin in Schülp, das ist ja wohl der Hit, ne? Und nicht nur zum Ehren-Hanse-Cup, sondern auch für sowas Tolles. Auch für Müllberge. Toll. Was an dem, was Sie gerade wegwerfen, ist das Unnötigste gewesen? Oha, ich glaube, die Folie vom Holz. Ich hatte mir Holz bestellt, das war eingewickelt. Das Holz war in Folie eingewickelt? Ja, genau. Ich sag mal, wenn ich jetzt Kopfhörer kaufe und die sind jetzt in Plastik verpackt, dann ist für mich das wirklich unnötig. Was können wir tun? Wie können wir unsere Macht als Verbraucher ausspielen, um den Kapitalismus dazu zu zwingen, das nicht mehr zu verpacken? Wertfrei gefragt. Ja, das kann ich sagen, weiß ich nicht. Das wird wohl nichts werden, schätze ich mal. Dann können wir das ja auch alles jetzt in den Pazifik werfen und die Party noch feiern, solange es geht. Ja, eigentlich ja. I'm laughing on the outside, crying on the inside. Sich gleichgültig dem Pessimismus ergeben? Nicht mit den Initiatoren der Aktion. Erstens planen sie für ihre Gemeinde eine Infoveranstaltung zum Thema Plastik vermeiden. Zweitens holen sie für ihr Mahnmal sogar den Müll der Einwohner ab, die nicht mehr schleppen können oder nicht mit ihrem gelben Sack gesehen werden wollen. Wie sind denn die Leute in Schülp so drauf? Weil der Deutsche und sein Müll ist ja eine sehr intime Sache. Viele Deutsche haben Angst, dass ihr Müll zu viel über sie verrät. Haben Sie auch die Befürchtung, dass Messergebnisse möglicherweise verfälscht werden, weil Leute Dinge, die sie im Darknet bestellt haben, nun nicht wegwerfen? Weil sie wissen, alle können gucken? Nee, das glaube ich nicht. Gut. Ach, in Schülp glaube ich nicht. Was haben Sie unterschlagen an Müll? Was haben Sie nicht weggetan, weil Sie nicht wollten, dass wir Ihnen auf die Schliche kommen? Nee, sag ich lieber nicht. Das verrate ich nicht. Also, was ich drin da, sagt hat jeder drin und kann jeder sehen. Selbst wenn manche aus Schamgründen Müll zurückgehalten haben, die rund 750 Säcke, die 1.100 Einwohner in 14 Tagen gefüllt haben, wirken. Aber Sie haben davor gestanden und gemerkt, Sie sind Teil des Problems. Ja, ich produziere viel zu viel Müll. Was wollen wir tun? Wie wollen wir das verhindern? In Zukunft. Bewusster einkaufen. Weit nicht mehr so auf dem Ego-Trip zu sein. Also wir müssen einfach geilere Menschen werden. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ne? Vielen Dank für Ihren spektakulären Wurf.